Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Forza Horizon 5 ganz easy Wheelspins bekommen könnt. Und zwar braucht ihr hierfür aber erstmal den Lamborghini Sesto, am besten in der Forza Edition. Diesen könnt ihr entweder bei den Wheelspins bekommen oder ihr geht ins Aktionshaus, gebt oben einfach die Marke ein und unten das Modell, am besten hier Lamborghini Sesto FE. Drückt auf Bestätigen und dann werden euch auch schon die ganzen Auktionen angezeigt. Diese werden so zwischen 2 bis 3 Millionen verkauft, aber wenn ihr Glück habt, dann seht ihr so Höchstangebote, die noch unter 100.000 liegen, und wenn ihr darauf bietet, mit etwas Glück kriegt ihr die sogar noch billiger. Ich habe zum Beispiel für meinen Lamborghini Sesto Forza Edition nur 1,7 Millionen bezahlt. Wenn ihr den Wagen dann habt, dann müsst ihr den nur noch ein bisschen verbessern bei der Automeisterung. Versucht am besten so viel wie möglich hier freizuschalten, damit ihr auch immer extra EP bekommt und am Ende diesen Glitch effektiv ausführen könnt. Wenn ihr nun alles verbessert habt, dann müsst ihr nur noch oben auf Creative Hub gehen, Leute. Dann auf Event Lab. Von hier aus auf Veranstaltungsblaupausen. Und hier unten könnt ihr auf Suchen klicken. In der Videobeschreibung habe ich einen Freigabecode, den ihr hier unten eingeben könnt. Und den gebt ihr hier am besten einmal ein, Leute. Drückt auf Bestätigen. Und danach kommt diese Map. Die müsst ihr jetzt spielen. Ihr könnt diese Map auch als Favorit auswählen, damit ihr sie beim nächsten Mal direkt da habt und nicht immer den Freigabecode eingeben müsst. Drückt auf Solo, wenn ihr drauf geklickt habt. Und jetzt wählt euren Lamborghini Sesto aus. Nachdem ihr das gemacht habt, wird die Map nun laden. Und jetzt müsst ihr ein paar Einstellungen übernehmen. Geht dafür auf Schwierigkeitsgrad und Einstellungen. Und nun übernimmt dieselben Einstellungen wie bei mir, Leute. Ihr könnt das Video an dieser Stelle pausieren, damit ihr ganz in Ruhe dieselben Einstellungen zu euch ins Spiel übertragen könnt. So, wenn ihr dann die Einstellungen übernommen habt, dann geht auf Rennveranstaltungen starten. Und jetzt, Leute, müsst ihr nichts machen, als die Beschleunigungstaste gedrückt zu halten. Da ich mit Keyboard spiele, ist es bei mir die W-Taste. Ich drücke hier nichts bis auf die W-Taste und der Wagen fährt von selbst durch diese ganzen Hindernisse. Und ihr sammelt hier die ganze Zeit Fähigkeitspunkte. Das ist eine Strecke von 30 Sekunden, also könnt ihr das immer wieder ganz schnell machen. Und für jedes Rennen, was ihr hier abschließt, bekommt ihr am Ende 10 Freischaltpunkte für die Automeisterung. Und diese brauchen wir, damit wir die Wheelspins farmen können. Geht hierfür einfach auf den Fuhrpark, Leute. Und unten könnt ihr den Hersteller suchen. Klickt hier auf Porsche. Und jetzt kauft ihr euch den 2015er Cayman GTS. Steigt in den Wagen ein und geht auf Automeisterung. Und hier könnt ihr jetzt nämlich für 11 Freischaltpunkte den gleichen Weg nehmen wie ich, um den Super Wheel freizuschalten. Und wenn ihr hier sogar noch den Wheelspin freischaltet, habt ihr für 14 Freischaltpunkte einen normalen Wheelspin und eine Super Wheelspin bekommen. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Pontiac machen. Geht hierfür auf Hersteller suchen im Fuhrpark auf Pontiac. Und danach kauft euch den 1987er Firebird. Der kostet nur 25.000 anstatt 80.000, aber hier bekommt ihr für 14 Freischaltpunkte nur einen Super Wheelspin, und bei dem anderen Cayman GTS bekommt ihr für 14 Freischaltpunkte einen normalen Wheelspin und den Super Wheelspin. Müsst ihr halt selber für euch entscheiden, Leute, was ihr besser findet. Ich nehme meistens den Cayman GTS, weil ich dort 2 Spins für dieselben Punkte bekomme. Und das Geld, was ich dann halt mehr bezahle für den Wagen, hole ich meistens durch die Spins eh wieder raus. So, falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, um den Algorithmus etwas zu pushen. Und falls ihr in Zukunft mehr Forza Horizon Content sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!